Hallo ihr Lieben, vor ein paar Tagen habe ich die Anfrage bekommen, ich habe hier eine alte Holzstufe gefunden, braucht die jemand oder kann die jemand zum Verbrennen gebrauchen? Da hatte ich natürlich direkt eine andere Idee im Kopf. Wir leben ja in einer Zeit, wo Recycling immer wichtiger wird und so ist es mein Plan, aus dieser alten Holzstufe eine Schüssel zu drechseln. Die perfekte Größe, um sie in zwei quadratische Teile zu sägen. Ich kennzeichne die Mitte und fixiere die Halterung für meine Drechselbank. Der Holzklotz hat Maße von 28 x 28 cm. Meine Drechselbank kann maximal einen Durchmesser von 30 cm. Das passt so natürlich nicht. Also, die Ecken müssen ab. Mist, verreckt. Komm, wir filmen auch, dass der Kameramann jetzt leider mitsägen muss. Trotz tatkräftiger Unterstützung von meinem Kameramann haben wir uns aus Zeitgründen dazu entschieden, Plan B zu wählen und das zweite Stück zu bearbeiten. Plan B heißt, ich habe meine Drechselbank so umgebaut, dass ich die Außendrehvorrichtung nutzen kann und werde jetzt versuchen, die Ecken rund zu drechseln. Hier seht ihr ganz deutlich, dass meine Drechselbank damit echt überfordert ist und eine variable Drehzahleinstellung schon sehr von Vorteil wäre. Einige von euch haben sich gewünscht, dass ich ein bisschen mehr zu meiner Drechselbank erzähle. Da diese Bank ein sehr niedriges Eigengewicht hat, hüpft sie bei dieser Arbeit gerade durch die Gegend und mein Kameramann muss wieder zur Tat schreiten und sich auf das Gestell stellen. Deutlich zu sehen hier, dass hier noch große Ecken sind, die ich nicht wegdrechseln konnte. Dafür muss jetzt mein altes Schätzchen die Bandsäge herhalten. Tada, es passt. Jetzt von beiden Seiten fixiert, arbeitet es sich deutlich entspannter.
versuche dieses sehr harte und widerspenstige Stück Holz erstmal in eine einigermaßen runde Form zu bringen. Bei diesem Holz wird mein Eisen sehr schnell sehr heiß und stumpf und erfordert ein häufiges Nachschleifen, was ich euch in diesem Video jetzt nicht genauer zeige. Ich muss leider einiges an Material wegnehmen, um die Vertiefungen, die vorher als Griffe gedient haben, komplett rauszudrechseln. So vertieft in meine Arbeit seht ihr hier deutlich, dass ich vergessen habe, die Absauganlage einzuschalten. Wie üblich starte ich beim Schleifen mit 180, gehe über 240 zu 320 bis zu 400. Auch für diese Schüssel verwende ich die grobe und feine Schleifpaste, die ich euch in meinen letzten Videos vorgestellt habe. Als Finish kommt die Reibungspolitur von König Holz und Harz zum Einsatz.
Da mein Stück Holz noch sehr schwer ist, möchte ich es so lang wie möglich noch von beiden Seiten fixieren. Ich bin jetzt schon einige Male nach diesem Werkzeug gefragt worden. Das ist kein Drechseleisen, das man im Handel kaufen kann. Das hat ein lieber Drechsler für mich handgeschmiedet. Da mir die Finger schon glühen, kommt zur Erleichterung jetzt der Forstnerbohrer zum Einsatz.
Also ich finde, es hat sich gelohnt, dass dieses Stück Holz nicht im Feuer gelandet ist. Ausführlicheres Material zum Schleifen und zu Oberflächen blende ich euch in anderen Videos oben ein. Wir sehen uns in meinem nächsten Video zu meinem neuen Brandstempel und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen da zu lassen. Natürlich nicht an der Bandsäge.